Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Factorio. Herzlich willkommen in meinem klitzekleinen Backofen, in dem ich hier gerade sitze. Wir haben ungefähr 1 Million Grad hier vom Rechner. Und ja, was könnte man dann Schöneres machen, als ein bisschen Factorio zu zocken? Wir haben in der letzten Folge ein paar neue Züge gebaut, die uns hier mit Eisenerz versorgen sollen. Im Moment sieht es so aus, als würde diese Fabrik hier uns das ganze Eisen wegknuspern. Müssen wir jetzt auch mal gucken, was passiert, wenn er hier den Bahnhof auf Rot setzt. Wobei, der Zug ist leer. Hä? Die Eisenmine ist auf Rot. Das ist schlecht. Das heißt, das ist eigentlich unser größtes Problem. Wir brauchen mehr Eisenminen. Das heißt, wir stürzen uns in die nächste Erweiterung und gucken mal da drüben, was da so abgeht. Einmal hier durch, todesmutig. Und eine Versprechung kann ich jetzt schon mal machen. Und zwar, wenn wir hier jetzt dann bald mal genügend Eisen haben, dass wir hier so richtig loslegen können. Und dann werde ich mich um die Forschung kümmern, weil die zögern wir ja auch schon viel zu lange hinaus. Wir könnten inzwischen schon Atomenergie haben und alles und irgendwie komme ich nicht dazu. Deswegen hier meine Versprechung, wir kümmern uns drum und sorgen dafür, dass wir so bald wie möglich an die Forschung wieder gehen. Kurzer Blick auf die Karte. Da haben wir 500.000, da haben wir 1 Million. Das hätte ich gern, das wären 2,3 Millionen. Hier, das wäre auch noch interessant. Dann müssten wir... wie machen wir das? Wir suchen uns jetzt eine Ecke aus, in die wir gehen können, wo sich das richtig lohnen würde. Das wäre eigentlich diese Ecke, weil wir hier 3 Vorkommen haben. 4 sogar. 3,5. Das heißt, wir müssten nach hier unten erweitern. Das kriegen wir hin. Denn das kriegen wir doch hin. Dann machen wir das nämlich. Dann bauen wir eine Erweiterung nach unten. Hoffen, dass wir jetzt hier nicht vom Zug überfahren worden. Überfahren werden, nicht überfahren worden. So, und das gefällt mir noch nicht so ganz. Ich glaube, also mittendrin, Kreuzung ist super. Ich glaube, so in den Randgebieten ist ein Kreisel besser, dass ein Zug dann halt auch mal drehen kann. Wir beobachten das mal. So, du baust jetzt mal das dahin und dann da nochmal. Und dann würde ich mir wünschen, dass du dann hier in dem Bereich auch noch eine Verteidigung errichtest. Ja, wenn ich jetzt hier sehen könnte, was hier passiert. Ich glaube, wir müssen da mal ein bisschen... Da ist auch schon die nächste Base. Genau, macht hier mal ein bisschen Wald weg. Ja, da ist die nächste Basis. Wir könnten die Verteidigerkapsel nochmal versuchen. Wobei ich beim ersten Versuch da nicht so überzeugt von war. Gerade mal ganz gucken. Jawohl. Ich muss gerade mal gucken, ob die Aufnahme auch läuft. Wir hätten gerne eine Verteidigungsanlage. Und zwar hier. Komm schon. Diesem Bereich. Genau, knall da schon mal ein paar Lasertürme hin. Der hat schon mal keinen Strom. Die haben alle keinen Strom. Müssen jetzt mal aufpassen, dass wir hier nicht...
in Probleme kommen. So, ja, die Distanz, die Bauroboter zurücklegen müssen, die ist inzwischen auch schon enorm geworden. Das muss man jetzt einfach mal so festhalten. Das ist, ja, ist schon heftig, was da passiert. Hier würde ich gerne diesen Kreisel hier überspringen, dass wir hier geradeaus runtergehen und den dann hier unten anschließen. Dass wir diesen Kreisel im Prinzip nur nutzen, um hier unsere Hauptschlagader zu versorgen. Und wir wollten halt auch die Kreisel so nach und nach austauschen. Das machen wir dann auch noch. Und hier machen wir auch eine Kreuzung hin. Dann können wir nämlich an dieser Kreuzung diesen Steinbruch bzw. die Ölbohrinsel anschließen. Steinbruch, der ist... Ah, der ist weg. Dann können wir demnächst abreißen. Gut, ein Laser steht. Das heißt, wir können wagen, hier die nächste Erweiterung zu bauen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Da bauen wir quasi mitten in die gegnerische Basis rein. Dann müssen wir da erstmal Hand anlegen. Was haben wir denn noch an Granaten? 39, das ist nicht viel. Das ist gar nicht viel. Dann komme ich gerade erstmal bis zur Basis hin. Ja. Da haben wir mal ein bisschen Platz. Kommt in die Laser, kommt in die Laser. Gefahr. Ja, mach alles kaputt. Toll gemacht. So, liebe Drohnen, ihr könnt dann gerne mal ein bisschen Action machen. Oh, es hat genau eine überlebt. Das hat sich ja gelohnt. So, die Granaten sparen wir uns für die Würmer auf. Oh, das ist sieht aber schon ganz gut aus, was wir jetzt hier haben. Da kriegen wir Damage. So. Wir sind unserem Ziel aber wieder ein Stück näher gekommen. Die Base jetzt noch komplett ausrotten. Gucken, dass wir jetzt nicht über den Haufen gerannt werden. Ich laufe einfach mal hier hoch. Das so schlau war. Apropos schlau. Wir sind ja auch nicht ganz blöd, deswegen bauen wir jetzt den Kerl jetzt als erstes dahin. So. Einfach nur, um da ein bisschen sicherstellen zu können, dass wir hier weiterleben. Da haben wir noch ein bisschen was wegzumachen. Freunde. So. Ja, das Schienenstück können wir trotzdem schon mal legen. Oh je je. Ich will leben. Hilfe. Ich möchte doch nur weiterleben. Danke. Ja, läuft.
rückwärts, bergunter, aber läuft. Auf eine Klippe zu. Ich finde es auch sehr schön. Ja, platziert mal eure Mauern da, genau. Und dann hätte ich gerne ein paar Laser da sitzen. Könnte ich eigentlich... Ach komm, sind wir mal nicht so. So. Geh noch dahin. Da fehlt noch einer. Da fehlt noch einer. So. Und da unten ist die nächste Basis. Und da haben wir direkt alles gepult. Sehr schön. Mit 13 Granaten können wir auch nicht so wirklich viel reißen, ne? Gehen wir jetzt wohl oder übel nochmal zurück in die Base. Nein. Nein! Oh, oh. Ich möchte das nicht. Finde den Fehler. Und wer ihn findet, darf ihn behalten. Oh, hier wird ausgeschwärmt. Okay. Gut, das wäre fatal. So. Ärgerlich. Wenn die Bauroboter ja mit so ein bisschen Verstand die Sachen da oben in die Lagerkisten reinwerfen würden. Was so der Hauptgedanke war, warum ich die an die Kreuzungen dran gebaut habe. Wenn die Bauroboter das machen würden, dann müssten die auch nicht über die komplette Map fliegen, um dann die Materialien zu holen, die sie hier brauchen. Die sie ja gerade vor kurzem hier abgebaut haben. Nur so als Gedanke. Ich will da jetzt nicht zu viel Wertung reinlegen, aber... ne? So als Denkanstoß vielleicht für die kleinen Bauroboter, Spackos. Ne? Ja, wo geht's denn hier? Wo ist denn hier die Mitte? Ich glaube, die Mitte ist da. Da ist die Mitte. Mach das weg. Und dann mach das direkt wieder hin. Ciao. Versteht einer die Bauroboter? Gut, prinzipiell funktioniert das ja ganz gut. Hey, Sprit alle. Was hast du dabei? Was haben die dabei? Nix. Okay. Da kommen Solarzellen. So, dann versuchen wir mal ein paar Granaten zu bekommen. Wir müssten mittendrin dann auch nochmal so einen Bahnübergang bauen, dass wir da nicht komplett außen rumlaufen müssen immer. Ja, Stein haben wir noch ein bisschen vorrätig. Was fehlt dir hier? Normale Granaten. Normale Granaten gibt es nicht, weil kein Sprengstoff. Sprengstoff. Okay. Und die normalen Granaten brauchen eigentlich nur das. Ja, da haben wir 100 Stück von. Sprengstoffproduktion. Gucken wir doch mal. Ich fürchte, wir brauchen da eine Raffinerie für. Schwefel und Cola und Wasser.
hergestellt in einer Raffinerie. Gut. Hier oben haben wir unsere Kunststoffproduktion. Die hat sowieso schon Kohle hier anliegen. Könnten prinzipiell hier schon mal den Schwefel mehr oder weniger abgreifen. Schwefelkohle und Wasser. Ja. Dann bitte, liebes Logistiksystem, bringe er mir ein Chemiefabrikchen. Am besten zwei. Zwei sollten eigentlich reichen für die Sprengstoffproduktion. Weil die produzieren, lass mich gucken, zwei Schwefel pro Sekunde. Und der Sprengstoff braucht 5 Sekunden. Das heißt, mit dem Schwefel, den wir jetzt gerade haben, können wir... Also, wir produzieren 4 Schwefel pro Sekunde. Das heißt, 4 mal 5 wären 20 Fabriken, die uns Sprengstoff herstellen könnten. Das ist auch nur ein bisschen übertrieben. Was kommt da? Da kommt auf jeden Fall Chemiefabriken. Schön. Dann können wir nämlich hier 1, 2. Ja, wir machen das ein bisschen mit Abstand. Ein bisschen Abstand. So. Macht das Sinn, was ich hier mache? Könnten die auch? Wir probieren mal ein neues Design aus. Nämlich so. Können wir ja ein bisschen mit rumspielen und gucken, wie wir das optisch noch ein bisschen aufhübschen können. So, jetzt machen wir da einmal den und einmal den. Und da brauchen wir eigentlich nur Wasser und Petroleum. Das ist genau das, was ich haben wollte. So. Wasser ist schon mal dran. Und da. Petroleum. Halt. Stopp. Wie war das mit Säureproduktion? Die ist jetzt gerade aktiv. Schwierig. Wir haben gar nichts im Moment hier an Petroleum. Nein, wir produzieren jetzt gerade das, weil wir wie viel Säure haben? Genau. Wenn die unter 5000 fällt, dann switcht der hier um. Der ist aber dann relativ schnell wieder fertig. Das heißt, wir klemmen das hier oben mit an. Dann haben wir unsere Petroleumproduktion bzw. unsere Sprengstoffproduktion immer dann am Laufen, wenn... Wenn auch die Kunststoffproduktion läuft. Die Kunststoffproduktion, die läuft nur dann, wenn wir genug Schwefelsäure haben. So, Strommasten. Gib mir Strommasten. 1, 2 und noch ein paar mehr. Dann setzen wir die mal hier hin. Einmal da und einmal da. Der Hübschheit halber. So. Das würde uns jetzt rein theoretisch Schwefel produzieren, wenn wir Petroleum hätten. So.
Ziehen wir das wieder raus. Wir haben jetzt 20 von denen. Jetzt gucken wir nochmal. Sprengstoff. Das ist ein Schwefel, ein Kohle und das alle 5 Sekunden. Ja, und halt Wasser, ne? Das heißt, ich würde das gerne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und dann das Ganze nochmal in diese Richtung. Sieht das aus? Man weiß es nicht. Gut, ein blaues Fließband hier rüber und eins von da und da rüber. Und dann dürften wir eigentlich den Belt schön mit Kohle vollknallen können. Macht das Sinn? Nein. Wir lassen das Ganze nochmal ein bisschen anders aussehen. In der Hoffnung, ja, das müsste eigentlich gehen beim Wasser hier. Das passt. Gut. Dann Ausgang immer hier. So. So gefällt mir das. So ein Quatsch. Ihr müsst mir das sagen, wenn ich das falsch baue. Mensch. Ich hätte jetzt hier so weitergemacht. So. Und dann dieser hier. Boah, ich schmelze gerade. Also wir haben eigentlich eine Kellerwohnung. Hier ist es eigentlich relativ kühl immer drin. Aber dadurch, dass hier halt der Rechner auf Hochtouren läuft, wird das schon mal ganz schnell ganz schön eklig. So. Wir machen das mit blauen. Ja, dann fordern wir mal gerade mal ein paar an. Weil die hier werden nämlich nicht reichen. Nachschub, danke sehr. Immerhin 3 Stück. Okay, jetzt wird's. Hä? Da. Ihr kommt aber jetzt nicht immer mit so Klickerkram an. Oder? Gut, dann kümmern wir uns erstmal um die Verrohrung. Huch, das war vielleicht ein bisschen viel. Nicht genug Komponenten. Dann übertreib halt. Okay. Ich komme hier nicht durch. Das ist ein Problem. So. Wir nehmen an, dass hier auf diesem Rohr Wasser läuft. Dann können wir das dann hier einmal hochführen. Bis dahin. Und dann hier unten verbinden mit einem tunneligen Unterwasser-Underground-Rohr-Apparillo. Das können wir dann hier noch anschließen und dann haben wir hier überall Wasser drauf und sehr schön. Wassermarsch.
So, jetzt können wir das Ganze hier noch ein bisschen verteilen. Und zwar hätte ich gerne, dass du dir unten immer da was vom Band holst. So, so und so. Und das Ganze auf dieser Seite machst du genauso. Genau, das gefällt mir gut. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar Strommasten. Die können wir dann hier irgendwo noch mit reinquetschen. Quetsch. Und dann überspringen wir immer eine Lücke und setzen die da rein. So, alles unter Strom. Und dann... Ah, der ist sogar hier schon angeschlossen. Das ist sehr schön. Gut. Jetzt brauchen wir hier noch eine Mischbatterie. Das machen wir hier so. Dann knallen wir den dahin und einmal hier rüber. Jetzt brauchen wir nur noch von hier Kohle. Ist das alles da oben balanciert? Das ist balanciert, also können wir hier einfach nur einmal abgreifen. So. Wir führen das mal hier runter. So, jetzt dürfte sich eigentlich genau zu gleichen Teilen die Kohle verteilen. Und hier brauchen wir im Prinzip dann nur noch Petroleumgas. Und bis das da ankommt. Oh, schwierig, 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 schwierig. Unsere Raffinerie ist komplett überfordert. Was sagen denn unsere Öltanks? Unsere Öltanks sind wahrscheinlich komplett leer. Ja, hier ist kein Rohöl mehr, was ankommt. Warum ist das so? Können wir gerade kurz gucken. Unser Ölbahnhof. Und da ist unsere Raffinerie. Die ist da oben angeschlossen. Ah, wir könnten eigentlich... Ja gut, da fehlen immer noch die Speedmodule. Jetzt hätten wir die da oben reinknüppeln können und auch mal ein paar Effektverteiler bauen können. Was ist hier drin? Nahezu nichts. Gucken wir mal gerade auf die Karte. Also wir haben hier irgendwo, da haben wir Öl, Raffineriebetrieb und da haben wir einen Ölraffineriebetrieb. Die Tanks füllen sich nur sehr langsam. Geht denn das Öl hin? Ah, okay. Da kommt jetzt so langsam was rein, aber bei weitem nicht das, was wir brauchen. Wir hätten, haben wir noch irgendwo ein Ölvorkommen in der Nähe? Ein verkommenes Vorkommen. Und das hier wäre natürlich fein. Man müsste sich fast in die Richtung ausbreiten. Aber hier ist so komplett weites Feld. Aber das Ding, das will ich auf jeden Fall haben. Das ist sehr ergiebig. Hier unten das kann man uns noch mitnehmen. Hier das ist eigentlich schon fast nicht der Mühe wert. Da ist nochmal ein großes, da ist nochmal ein größeres, aber das hier ist somit das größte, was ich bisher gesehen habe. Eisenmine und Eisenmine. Ja. Wir haben da jetzt wieder ein kleines Problem und zwar ist unser kleines Problem, dass wir keine Splittergranaten haben, weil wir keinen Sprengstoff haben, weil wir kein Petroleum haben. Das heißt, wir müssten eigentlich... Ich guck mal gerade, wie das bei unserer Speedmodul-Produktion aussieht. Ob wir auf die Schnelle nicht unsere Anlage da noch ein bisschen pimpen können. Wenn die alle schneller arbeiten würden... Bei Prozessoren haben wir eigentlich genug.
Also es ist eigentlich alles schön aufeinander abgestimmt hier. Einser Speed-Module haben wir da auch drin. Warum macht der da nur 7 rein? Wenn er die hier immer verbraucht. Okay. Ja, schwierige Sache. Also normalerweise müssten wir jetzt hier ganz groß angreifen und das Ganze geschwindigkeitsoptimieren. Das wäre eigentlich schon fast das Wichtigste. Wir kopieren das Ding und setzen das hier drunter nochmal hin. Da haben wir aber dann ein Problem mit unserem Platz. Und unsere Schaltkreise kommen auch nicht so geballt hier an, wie ich mir das wünschen würde. Das liegt wahrscheinlich wieder daran, dass wir zu wenig Eisen haben, weil Kupfer müssten wir eigentlich genug da haben. Ja. Genau wie ich mir gedacht habe. Unsere Kupferfließbänder sind voll. Bis auf das da, warum auch immer. Ich glaube, die zwei müsste ich nochmal balancieren. Das hier in der Mitte ist irgendwie immer leer. Machen wir mal einen Balancer dazwischen und gucken mal, was dann passiert. Warum haut's das Ding immer leer? Das weiß ich nicht. Weil hier auch immer genug Eisen ist. Ah, verstehe. Weil wir hier noch Vorräte in der einen Kiste drin haben. Also wir können dann hier jetzt mal zumindest ein paar mehr Speedmodule rauspumpen. Und ich frage mich auch, ob wir jetzt im Moment so viele rote Schaltkreise produzieren müssen. Wie viel haben wir denn da in der am Bahnhof auf Lager? Hier ist gar nichts auf Lager. Wir warten jetzt mal, bis der Schaltkreisezug kommt und dann fahren wir mal mit hoch und gucken uns das an, was wir da in Lager haben, und dann sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Und dann muss ich mir, glaube ich, mal was Kühles zu trinken holen. Weil ich dann sonst nämlich gleich hier den Löffel ablege. So. Guten Tag. Ich möchte gerne mitfahren. Ich habe keinen Fahrschein. Können wir auch direkt mal sehen, wo das Ding herballert. Wie lange wartet der? 30 Sekunden, natürlich. Wir können noch mal gucken, treibstoffmäßig. Ja, der ist voll. Also das scheint inzwischen ganz gut zu funktionieren, dass wir unsere Züge dann doch jetzt regelmäßig voll tanken. Das war ja vorher so ein kleines Problem. Ja, genau. So, was hier einfach nur los ist. Oh, ich liebe diese Kreuzung. Die Kreuzung ist echt geil geworden. Ja, das Kraftwerk arbeitet im Moment gar nicht. Das ist richtig so. Und dann kommen wir hier an. Einmal aussteigen bitte. Was haben wir hier an Vorrat? Ja. Ja. Auch noch ein bisschen hervorragend. Wie viel verfeuern wir von dem Kram? 400 in der Minute. Was produzieren wir denn im Minutentakt? Also wir produzieren 1,7 pro Minute von den Geschwindigkeitsmodulen 3. Das ist zu wenig. Da muss auf jeden Fall mehr her. Eisenplatten nur noch 600 pro Minute, also da müssen wir auf jeden Fall angreifen, wobei wir mehr Erz abbauen, als wir im Moment Platten herstellen. Das verstehe ich auch nicht. 1000 pro Minute in 10 Minuten Schnitt. So, 1500, das ist also quasi auch durchs Erz limitiert.
1500. Wow. Ein Stundenschnitt, ja, okay. Könnten wir gucken, was wir so insgesamt produziert haben. 3,2 Millionen Kupferkabel. Interessant. Wahnsinn. Ein Blaupausenbuch. Wir haben fast 1000 Montagemaschinen 3 hergestellt in der Zwischenzeit und fast 1000 Lichtbogenöfen. Das ist schon heftig. Und über 2000 Geschwindigkeitsmodule 2. Rohölfass. Möchte ich nicht mehr dran denken. Rohölfässer und Stahlfässer, das war die absolute Katastrophe. Wenn sich einer dran erinnert, wie das ausgesehen hat, schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Warum genau ist das hier so kacke verteilt? Ha. Ich glaube, das ist, weil wir nur von einer Seite irgendwie Zeug abnehmen. Ja, das wird wohl so sein. Gut, wir sind am Ende einer Folge angelangt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Ciao.